So, hallo Leute und willkommen zum fünften Part von Mario Kart. Wie regelmäßig diese Parts hier folgen werden, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil Nintendo halt extrem gegen Let's Plays ist und ich habe auch schon zwei Claims bekommen. Das heißt, Nintendo macht seine Werbung drauf, das ist nicht mehr meine. Nintendo verdient also Geld mit meiner Arbeit. Ist alles nicht ganz optimal. Das ist eine Schrecke, die ich nicht unbedingt so mag. Aber wir spielen sie jetzt trotzdem. Ich habe ja keine andere Wahl gerade. Ich verpasse natürlich auch sehr gut die Speed-Ups. Wir spielen diesmal alleine, wie euch vielleicht aufgefallen ist. Ich wollte keiner mit mir spielen. Marty, ist doch Marty, ne? Also auf jeden Fall, verrückter Haufen ist gerade nicht on. Beziehungsweise ich wüsste auch gar nicht, ob sie Zeit hat. WTF! Ich habe schon einen schweren Charakter, weißt du? Dann wird hier trotzdem so gebollert wie so ein Stück Scheiße. Naja, und Wolfi hat gerade keine Lust, beziehungsweise Internetprobleme. Wahrscheinlich eher keine Lust. Da fliegt Feuer. Da kommt dann eine Kackhupe. Aber wir haben es an diesem Kackhaufen nochmal vorbeigeschafft. Ich habe gerade schon eine Testaufnahme gemacht, eine Runde Regenbogenboulevard. Wo ich ordentlich verloren habe. Also schießen macht, glaube ich, gerade keinen Sinn. Darum mache ich es hier. Und knallt es einfach mal ab. So, hopp, hopp. Ah ne, der ist weit weg, aber den kriegen wir noch. Und den auch noch, sehr schön. So, dritter ist schon mal in Ordnung. Ich nehme jetzt mal mit Fraps auf und nicht mit Dickstory. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wie es mit der Soundqualität ist. Ich könnte also noch ein bisschen leise sein. Das versuche ich dann aber so in den nächsten Parts vor allem zu verbessern. Ich kann aber nichts versprechen. Es gibt gar keine Fake-Item-Boxen mehr, ne? Fällt mir gerade auf. Gab's ja früher mal. Naja, auf jeden Fall, mit Fraps kann ich ja leider nicht mehr nachbearbeiten. Ich sag's mal so. Daher, muss ich mal schauen, wie ich das mache. Momentan ist es einfach so, wenn ich mit Dickstory dieses Programm hier aufnehme, womit ich dieses Spiel spiele, also am PC spiele, ja genau, dann spiele ich mit 20... Na, sie hatte irgendwas hinter sich. Hallo, Waluigi. Ja, da war wieder sehr nett. Dann spiele ich mit 20 FPS. Dies ist natürlich leicht problematisch. Er fährt echt rein, lol. Vor allem, das Video sieht dann auch überhaupt nicht schön aus, wenn ich es nur mit 20 FPS spiele. Jetzt spiele ich gerade mit 60... Ich krieg das Kotzen. Und ich treffe nicht. Komm! Habe ich ihn überholt? Ah, ich glaube nicht. Aber ich dürfte Pluspunkte kriegen. Oder? Ah, doch, ich habe den noch überholt. Sehr schön. Ich spiele jetzt mit... Also, ich nehme jetzt mit 60 FPS auf. Ich könnte es euch also auch theoretisch in 60 FPS hochladen. Das ist das Schöne dran. Ist deutlich besser, finde ich. Vor allem, weil YouTube jetzt demnächst auch 60 FPS unterstützt. Gut, ich mache hier aber jetzt mal einen Schnitt. Wir sehen uns dann in einem dieser nächsten Strecken. Damit ihr jetzt nicht diese Wartezeit habt. So, damit wären wir wieder da. Ihr habt halt die Wartezeit nicht gesehen. Freut euch. Ich fand es gerade sehr interessant. Also ich fand, vom Sound her geht es. Ich finde es sehr interessant, dieser Gems da vorne, der Wario, der hat fast 3000 Punkte. Ich meine, der wäre vorhin auch schon da gewesen. Ihr dürft es also am Ende des letzten Rennens gesehen haben. Aber der hat fast 3000 Punkte. Ich bin bei 1500 WTF. Also hier fehlt es noch extrem an Balancing oder halt die richtige Auswahl an Leuten. Ich sag's mal so. Ich meine, wenn ich mit Wolfe spiele, sind alle unter mir. Da bin ich mehr oder weniger sogar noch mit einer der stärksten. Ich habe gerade echt Angst vor denen. Da hat gerade so einen Boomerang in der Hand, das gefällt mir nicht. Der wartet doch nur. Na? Er hatte den Boomerang gerade noch in der Hand. Ja, da kam er. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Und damit wurden wir dann auch gleich von zwei überholt. Das ist natürlich nicht so schön. Ich bin ja eigentlich gar nicht mal so der Renntypi. Ach, da ist ein Speedstreifen, da sieht man an. Also Rennspiele selbst spiele ich ja eigentlich nicht so gern. Da kürzt sie ab. Aber nicht sonderlich gut. Wenn ich bedenke... Ah, fuck. Leicht daneben und dann leider keine Itembox bekommen. Na? Na, schade. Guck mal, ein Panzer entgegen. Hallo. Ich glaube, der war eigentlich für mich gedacht, oder? Aha. Was? Skippy, hi.
die nächste rote. Hier fliegen aber auch gerade die roten, ne? Aber der war für den ersten Platz gedacht. Jetzt habe ich natürlich keine Itembox bekommen, aber ich hätte sonst die Banane bekommen. Und die wollte ich allerdings auch, also die wollte ich auch nicht haben, muss ich zugeben. Irgendjemand hat gerade eine Feuerblume gehabt. Oder ein Feuerball ist das hier, ne? Ist ja gar keine Blume. Finde ich komisch, warum man keine Blume reinmacht. Dabei hat man dieses Element in Mario doch. Egal. Noch eine Banane. Das war blöd. So, einmal Speed. Sternchen. Und durch. Leider als Dritter. Dieses Super 8 Item finde ich persönlich gar nicht mal so toll, weil man... Also ich muss mich momentan relativ stark drauf konzentrieren. Ich schalte hier mal kurz auf Karte um. Welches Item ich jetzt haben will und kann deshalb nicht so konzentriert fahren. Ihr seht die Punkte, guckt euch die mal an. WTF, sag ich dazu nur. Okay. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde wieder. Also im nächsten Rennen. Also ich muss ja eins sagen, von der Ladezeit her geht es eigentlich sogar. Also das ist nicht so sonderlich lang. Da gibt es längere Ladezeiten ins Spiel. Ach, das war wieder der Wart. Oh Gott, ich bin Erster. Ich krieg gleich so aufs Maul. Da war schon die erste Rote hinter mir. Ich glaube, ich habe ihn sogar aus Versehen damit getroffen. Ich hätte gern irgendwelche Reifen oder ein Bike, was besser in den Kurven liegt. Ich muss mir aber nochmal genau angucken, was die Werte bringen, denn ich bin relativ neu im Mario-Universum. Ja, komm. Ernsthaft? So, ja, was zur Hölle? Was trifft mich denn da die ganze Zeit? Das kann doch nicht angehen, weißt du, ich habe diese Pflanze, die theoretisch voll imbar ist. Aber mich trifft irgendwas, ja, und dann treffe ich auch nicht ein einziges dieser Turbo-Dinger. Na komm, gib mir Münzen. Wow, bumm. So, du nicht. Schön auf den Rasen gelähmt. So, das weiß ich mittlerweile auch, dass man da rüber kann. Um dann sogar noch so einen kleinen Sprungbonus zu bekommen. Hallo. Bumeränge. Erstmal hier hoch. Wow. Fuck it. Der war schlecht von mir. Dann krieg ich nur eine Bananenschale. Damit kann ich nichts anfangen. Also wir kriegen auf jeden Fall noch Pluspunkte, wenn wir auf diese Position bleiben sollten. Wie gesagt, wenn. Na, schade, nicht erwischt. Na, na, na. Die haben wir erwischt. Gehen wir da noch eine schöne Bananenschale hin. Welche Runde sind wir? Danach haben wir... Oh Gott, jetzt habe ich die Dinger verpasst, leider. Ja, was? Komm schon. Ich habe keine Feuerbälle mehr. Aua. Natürlich. Ja, WTF. Ja, 12. letzter Platz, ne? Weißt du? Was zur Hölle ging denn jetzt falsch? Ich fahre normalerweise vorne bei den ersten 5 mit, Leute. Verpisst euch mal. Oh ja. Ich weiß nicht, ob ich euch die Aufnahme zeige. Und wenn ich euch die zeigen sollte, die Testaufnahme, die ich gemacht habe. Ihr müsst mal darauf achten, was für eine Itemauswahl ich hatte. Ich hatte nur Dreierpilze. Wirklich, nur Dreierpilze. Richtig schlimm. Das hier hatte ich nur. Verzieh dich. WTF, was war das? So, ich weiß jetzt nicht, ob ich da eigentlich überholen wollte. Ist das mal so? Da haben wir hier noch einen Pilz. Wuhu, Bitch! Vierter. Konnte ich nur schön abkürzen mit den Pilzen. Haben sich gelohnt. Bin noch Vierter geworden. Ich bin immer noch in der gleichen Lobby. Also immer noch in der Lobby mit, ihr seht's. Was für Punkte die teilweise haben. Das ist schon krank, wenn man relativ neu ist, um es mal so zu sagen. Die Peach hat einfach nur Player. Egal, wir sehen uns beim nächsten Rennen. Beziehungsweise, ihr seht es nach den Aufleuchten. Nächste Runde, nächstes Glück. Wir lassen den Wario hüpfen. Hüpf, hüpf, Wario, hüpf. Wie unregelmäßig. Oh, ich sollte A drücken. Fuck, ich war mich am Kratzen. Unfair. Wiederholung. Ich war mich am Kratzen. Aber wie viele diesen Gleitschirm hier im Endeffekt nehmen, ne? Boah, WTF, der nimmt halt alle dieselben Items. Wow. WTF. Wir sind hier gerade alles viel zu dicht aufeinander, finde ich. Persönlich.
Da nimmt der Speed von mir mit, der kleine Wichser. Warum fahren die denn in eine Münze rein und die andere weichen sie aus? Ich verstehe das nicht so ganz. Hey, Wiki. Oh, fuck. Ah, war nicht an mich gerichtet. Okay. Man sieht die roten Panzer auch, wenn sie nicht an einen gerichtet sind. Das ist sehr interessant. So. Na komm schon. Jetzt habe ich natürlich nicht gedriftet. Komm. Du wirst dich doch wohl beißen können. So. Nimm die Banane da bitte weg. Ich fahre da gleich noch rein. Ich sehe es kommen. Roter lohnt sich nicht. Jetzt aber. Denn der hat nichts. Damit konnten wir vorbeiziehen und sind gerade Erster. Das ist nicht so gut. Der wurde auch gerade von dem Blauen erwischt, oder? Bin mir ist gerade gar nicht so sicher. Ja, das Item ist natürlich alles andere als optimal. Wir sammeln mal ein paar Münzen, denn es gibt immer noch so ein paar Gegenstände, die ich nicht habe. Ich bin halt immer noch relativ am Anfang. Wir hängen das Ding hinten dran. Da ist auch schon jemand hinter uns. Also der Wario, der spielt wirklich gut. Gut, sollte man ja auch von ausgehen. Immerhin ist er bei 3000 Punkten. Ja, WTF. Und dann trifft mich da auch noch irgendwas, weißt du? Das war, glaube ich, ein Grüner. Und ich krieg wieder nur so ein Kackding an, Alter, ey. Gib mir doch mal bitte ein vernünftiges Item. So, den Speed nehme ich aber auch mit. Komm schon, wenigstens Zweiter wird er voll drin sein. Ja, eine Bananenschale als Dritter. Ja, werf ihn eine Bombe runter, WTF. Da ist schon wieder so ein Grüner. Arschloch, weg mit dir. Er hat mich leider dadurch auch extrem verlangsamt. Ich bin Zweiter. Cool, Zweiter. Ich weiß zwar nicht, weil ich den letzten überholt habe, aber hey. Ich bin Zweiter. I don't care, bitches. Die Box, yay. Okay, Zweiter. Wie gesagt, wundert mich. Ich würde jetzt gerne die Punkte sehen. Zwei fahren noch, Luigi und eine Peach. Der Jeffway. Der hat, glaube ich, nur 1000 Punkte gehabt. Das kriegt auch noch minus 2. Ja, wir haben die 1600 Punkte erreicht und sehen uns im nächsten Rennen. Beziehungsweise gleich wieder. Eins mache ich noch. Mindestens. Also. So. Letztes Rennen für diesen Part. Dann dürften wir so, ja, Pi mal Daumen bei 15 sein. Oh Gott, letztes Rennen und ich mache so einen Scheiß, Alter. Dann dürften wir so 2 mies. Interessant. So Pi mal Daumen bei 15 gehe ich mal von aus sein. Ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, je nachdem. Hier unten bin ich noch nie lang gefahren. Magst du jetzt mal endlich welche beißen? Oder magst du einfach dagegen fahren? Junge, mal Boost. Komm, beiß! Ich hasse diese Pflanze. Wow, ja natürlich. Ja natürlich. Immerhin hat mich das vorher nicht erwischt. Wer hat denn den... Okay, jetzt keiner mehr. Wollte gerade sagen. Auf wen muss ich da gerade aufpassen? Wer ist hier dieser Boomerang-Werfer? Wir hätten jetzt da lang fahren können, wegen Münzen. Aber wir könnten hier mal driften. Und vor allem nehmen wir die Itembox mit. Ja, los, schnell. Nehmen wir die nächste nämlich auch gleich noch mit. Jetzt haben sich die Pilze natürlich überhaupt nicht gelohnt, aber da haben wir auch schon wieder neue. Also, I don't even care. War jetzt nicht optimal abgekürzt, weil wir trotzdem kurz geslowt wurden. Weil ich den Pilzteil so spät gezündet habe. Aber wir gehen hier wieder drüber. Und diesmal fahren wir auch oben lang. Finde ich nämlich viel angenehmer, muss ich zugeben. Ich weiß nicht warum, aber ich fahre gerne oben lang. Wow, du bist nur Fünfte. Ja, WTF! Da schubst du mich einfach an den Items dran vorbei, ey. Oh, oh. Ja, natürlich. Da weiche ich den Stachy aus, damit er mich nicht noch extra erwischt. Da kommt so ein Affenarsch schon. Im wahrsten Sinne. Alter. Komm schon. Okay. Ja, fahr doch halt noch umständlicher. Scheiß Rakete. WTF? Jetzt in die Bombe raus. Boom, ich bin wieder weg.
Ja, was zur Hölle? Das ist manchmal falsch bei euch. Ja, noch ein kleines Speed-Up hier. Ach, Mist, ey. Die Schlampe natürlich mein Item. Die Evi. Na gut, schieß. Du hast noch zwei. Hier sind überall Sterne, Alter. Vor mir einer, hinter mir, ey. Juhu! Hui! Oh Gott, war das dumm von mir. Da hole ich endlich mal auf und dann mache ich sowas. Mann. Ich brauche auf jeden Fall ein Item. Da habe ich auch die Sprungchance verpasst, Nummer Uno. So, einen Pilz brauche ich für hier. Da kommt noch ein Stachy. Ja. Ja, komm. Die waren leider schon durch. Damit kommen wir leider nur auf den 6. Platz. Kriegen aber eigentlich sogar noch Pluspunkte. Ist nicht ganz so gelaufen, wie es sollte. Das war's dann mit diesem Part von Mario Kart. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. So, Testaufnahme. Und ich sollte auch Gas geben. Ich Vollidiot. Kein Speed-Startup. Ich rede jetzt einfach mal so, als würde ich jetzt playen, auch wenn dieses Video wahrscheinlich nicht hochgeladen wird. Allein um zu testen, wie laut ich im Vergleich zum Spiel bin. Hört doch auf, mir Speed-Up zu geben, ihr Vollidioten. Ich hasse Regenbogen, ohne was. Oh nein, das muss ja genommen werden. Meine Fresse, ey. Ein schwacher Magen, Alter, ey. Wir fahren hier Schrecken. Beide Speed-Boost erwischen. Wenn wir dann unten sind, ey, don't care. Ja, höchstens das letzte, was wir auf so einer Strecke hier haben. Sorry, aber ist so. Hui, und runtergefallen. Okay. Hallo. Der hat einen Stern aktiviert, während ich ihn gerammt habe, okay. Yay, und hier einen Kuchen. Also das gibt Minuspunkte. Ich kann diese Schreck überhaupt nicht. Hat er gerade echt das Ding verfehlt. Ey, schon wieder drei Pilze. Was soll denn der Scheiß? Ja, natürlich. Ich meine, guckt euch das an. Wie soll ich denn hier um die Kurve kommen? Das ist doch nicht möglich. So, aber hier komme ich gut durch. Dann hier springen wollte ich eigentlich sagen, aber... Das wird mir auch nicht gegönnt. Wieder drei Pilze. Ich weiß, dass man hier irgendwo abkürzen kann. Wieder mal runterspringen, so wie der da, glaube ich, gerade. Oder das ist eigentlich auch nicht wirklich abkürzen, bitte. Oh. Ja, schön, habe ich gerade jemanden überholt und dann kommt sowas. Ich krieg drei Pilze und der bekommt sowas. Okay. Team Sledge. Alter. Ich glaube, ich lade dieses Rennen hier doch hoch. Nur um zu zeigen, dass ich nur Pilze bekomme. Oh, Sonderfolge. Das Testaufnahme Sonderfolge. Da bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Ihr werdet es jetzt sehen, wenn ihr dieses Video seht oder nicht. Da ist schon wieder so eine dumme Rakete hinter mir. Das nervt schon ein bisschen. Ah, jetzt habe ich selbst. Ja. Hey, ich habe mal ein anderes Item bekommen. Oh, ein Blitz. Düm, 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 düm. Ich glaube, das Spiel mag mich dann da nicht. Ich bin nicht ab da. Hallo, Peach. Da liegt nicht ein Shale auf dem Boden. Und tschüss. Damit war's das. Für mich. Nee, du überholst mich nicht mehr. 10. Das gibt auf jeden Fall Minuspunkte. Und ich guck mir die Aufnahme an.